So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute. Es ist Montag, der 3. Juli 2023, und gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und natürlich die jüngsten Entwicklungen hier entsprechend einordnen, beziehungsweise auch einen Blick werfen auf die kommenden Handelstage, wobei heute und auch morgen sehr durchwachsen werden dürften. Warum sage ich das? Nun, relativ einfach, weil wir haben in den USA morgen am Dienstag den Independence Day. Und das hat bereits Handelsauswirkungen auf heute, den Tag vorher. Es gibt nämlich so einen, ja, Brückentag, und infolgedessen gibt es einen entsprechend verkürzten Handel an der Wall Street, sowohl in Aktien als auch im Future. Morgen dann wird der Future verkürzt gehandelt und wir haben keinen Aktientrading. Nichtsdestotrotz, es gibt eine Aktie, die geht gerade richtig steil. Warum? Welche Aktie ist es? Natürlich Tesla, welche sonst? 600.000 gehandelte Stücke schon jetzt bereits in der Vorbörse. Und da wird noch einiges mehr dazukommen. Keine große Überraschung. Wir haben Deliveries jetzt am Wochenende zu sehen bekommen und die hatten es in sich. Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte einen eher skeptischen Ausblick, ehrlich gesagt, war ein bisschen zurückhaltend. Und hatte ja auch gesagt, also eigentlich so wirklich Überraschungspotenzial ist es jetzt, gibt es eigentlich nicht. Wir hatten uns dort ja den Troy Teslaik zum Beispiel angeguckt gehabt. Der hatte in dem Zusammenhang eine Erwartungshaltung, ich glaube, dann angepasst nochmal in Richtung fast um die Wall Street. Glaube ich, der war ungefähr auch so bei 2,47 Pi mal Daumen. Und das war die Erwartung der Wall Street. Ja, und Tesla hat Zahlen rausgegeben: 266.000 Fahrzeuge, die vom Band gelaufen sind. Fast 200, was waren es? 280.000, glaube ich, diese 480.000, die sie produziert haben. Und also es läuft weiter richtig, richtig rund, richtig stark, was Tesla dort am Fabrizieren ist, neben den jüngsten Entwicklungen auch im Hinblick eben auf die Supercharger und das in Anspruch nehmen von Konkurrenten im nordamerikanischen Bereich, ganz besonders, ja. Und die Aktie gapt jetzt 6% auf der Oberseite, nochmal in Richtung seiner jüngst markierten Jahreshochs um 2,80. Ich bin weiterhin natürlich, ich warte darauf. Ich habe immer noch nicht gechased und ich werde auch nicht chasen. Ich warte einen soliden Rücksetzer ab, sofern er sich denn überhaupt darstellt. Ich habe das Szenario hinsichtlich des Nasdaq noch. Der könnte durchaus dann auch Tesla vielleicht mal so einen kleinen Rücksetzer bescheren. Also dieses Rug-Pull-Szenario, welches wir im Morning Meeting ja schon seit geraumer Zeit zum Thema gemacht hatten. Da werfen wir gleich auf jeden Fall noch einen Blick drauf. Die Aktie heute wahrscheinlich auch tradingtechnisch einerseits war spektakulär, klar, aber andererseits, ja, warten wir mal ab, ob wir überhaupt Impulse zu sehen bekommen. Morgen gar nicht, aber dann ab Mittwoch. Ab Mittwoch könnte es auf jeden Fall interessant werden. Wir werfen heute natürlich schon einen Blick auf die Zahlen. Wir werfen auch einen Blick auf Bitcoin. Bitcoin mit einer ganz interessanten Konstellation, meiner Einschätzung nach, aktuell auf eine News, die am Freitag über den Ticker lief, im Hinblick auf den BlackRock Bitcoin-ETF. Ich finde es sehr seltsam, was da kommuniziert wurde seitens der SEC und die Marktteilnehmer scheinbar auch. Also es ist eigentlich eine super bärische News, wenn ich ganz ehrlich bin, besonders wenn man die jüngsten Aufschläge, diesen Entwicklungen rund um den Bitcoin-ETF dem zuschreibt. Und jetzt, wie gesagt, wird da so ein bisschen Skepsis gestreut, aber es sieht mehr und mehr danach aus, als wenn der Markt final einen Schritt in Richtung eines Bitcoin-ETFs offensichtlich erwartet. Und ja, genau das ist dann etwas, was potenziell weiter stark bullisch treiben wäre. Die Price Action jetzt schon bereits, die schreit regelrecht nach Bullishness. Da werfen wir auf jeden Fall auch noch einen Blick drauf. So, und ja, soweit erstmal zur Einführung. Wir werfen gleich einen Blick offiziell auf die Charts. Das war die inoffizielle Einführung. Wie gesagt, bevor wir offiziell starten, schauen wir erstmal auf den Risikohinweis. Divisionen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf markets.com/de kostenlos eine Demo herunter. Teste den Handel risikofrei und schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet, sofern man das für sich mit Ja beantworten kann. Haben natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Alle Informationen diesbezüglich, ganz besonders aber der vollständige Risikohinweis, findet ihr auf markets.com/de. Darüber hinausgehend nutzt gerne die Möglichkeit, die Elena per E-Mail zu kontaktieren, wenn ihr Fragen zu den Märkten haben. Nein, wenn ihr nicht Fragen zu den Märkten, wenn ihr Fragen zu Markets als Broker haben solltet, habt ihr Fragen zu den Märkten, dann nutzt auch gerne die Möglichkeit, jetzt eure Fragen hier im Morning Meeting zu stellen. Einmal in der Chatbox, in der Live-Chatbox, oder wenn ihr euch die Aufzeichnung anschaut, in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos. Darüber hinausgehend, Kommentarfunktion des Videos, Discord-Community. Schaut gerne in der Discord-Community vorbei. Wie versprochen, ihr habt hier gestern schon bereits die Delivery Numbers von Tesla sehen können, finden können.
auch bei mir im Twitter-Account. Ja, wenn ihr dann euch zu den Märkten miteinander untereinander austauschen wollt, nutzt gerne die Möglichkeit, das innerhalb der Discord-Community entsprechend zu tun. Das soweit also zur Einführung und dann werfen wir einen Blick auf die Aktienindizes und ja, der DAX, der spricht Bände. Ja, der spricht Bände in Bezug auf das, was wir hier aktuell gerade schon gesagt hatten. Feiertag in den USA und infolgedessen sollten wir keine Impulse, keine großen Impulse erwarten. Ganz choppige Action. Trades brauchen wir gar nicht zum Thema machen im derzeitigen Umfeld oder Trading Setups in irgendeiner Weise. Das scheint mir nicht wirklich sinnvoll. Spannend ist mit Sicherheit, dass sicherlich Freitag hatten wir schon diese starke Bullishness zu sehen bekommen, aber auch, dass wir die haben halten können und dass wir sogar in den Wochenschluss hinein eine weitere Aufwärtsdrift zu sehen haben bekommen. Das war dann mit Sicherheit sehr, sehr spannend. Das können wir auch ganz besonders sehen, beispielsweise im Tech-Bereich. Das können wir sehen im S&P beispielsweise. Und zwar die Frage nach dem Grund für diese Drift. Also nicht die initiale Drift, ich glaube, das war eine rein technische Konstellation, der wir uns hier gegenüber gesehen haben, sondern vielmehr ist eigentlich die Frage, was hat dann in den Abend hinein, auch im Hinblick auf die US-Märkte, hauptsächlich diese weitere Bullishness noch mitgetragen. Und ich denke, der Hauptgrund findet sich tatsächlich in dem PCE-Preisindex, in dem Core-PCE-Preisindex. Ganz kurz nochmal. Core PCE. Mal kurz gucken. Jetzt habe ich doch tatsächlich gedacht, na wohl, naja, das können wir auch nehmen. Das ist allerdings eine englischsprachige Webseite, ob die jetzt wirklich so hilfreich ist für unsere Verhältnisse. Also, offizielle Kennzahl: Personal Consumption Expenditures Price Index. Nehmen wir mal hier auf Google Translate. Ich habe den Text jetzt mal kompiert und dann fügen wir das einfach mal hier ein und dann haben wir auch die deutsche Übersetzung gleich. Der PCE-Preisindex, der jeden Monat im Bericht Personal Income und Outlays veröffentlicht wird, spiegelt Änderungen der Preise für Waren und Dienstleistungen wider, die von Verbrauchern in den Vereinigten Staaten gekauft werden. In der BIP-Veröffentlichung sind vierteljährliche und jährliche Daten enthalten. So, jetzt wird man sich sagen, hä? Das ist doch CPI, das ist doch Consumer Price Index, oder? Das ist doch die gleiche Definition. Änderungen für Preise, Waren, Dienstleistungen, die von Verbrauchern gekauft werden. Ja, in der Tat. Es ist ein klassischer Inflation Gauge. Das ist eine klassische Inflationskennzahl. Das Spannende bei dieser Kennzahl ist, dass wir eine Veröffentlichung hier haben, die von der Fed präferiert herangezogen wird, um ihre geldpolitischen Entscheidungen zu treffen. Also im Hinblick auf die Inflation, Inflationserwartungen und dergleichen. Und das Spannende ist, dass diese Zahlen, zurückkommt eben hier auf diesen Tab, dass diese unter der Erwartung veröffentlicht worden sind am Freitag. Und das wiederum wirft die Frage auf, na, wird die Fed denn vor dem Hintergrund dieser sich weiter abkühlenden Inflation auch innerhalb ihres präferierten Inflationsmessinstrument, dem PCE, dem Core PCE Preisindex, wird die Fed dann ausgehend hiervon überhaupt die Grundlage finden für einen geldpolitisch restriktiven Kurs, beziehungsweise geldpolitisch restriktiven Kurs, der in Aussicht gestellt wurde, im Hinblick eben auf zwei weitere 25 Basispunkt Zinsschritte, dann bis Dezember, die uns auf ein Leitzinsniveau von 550 bis 575 Basispunkten bringen. Und wir wissen, anziehende Zinsen sollten eigentlich eher bearish für Equities wirken. Wir haben im Hinblick auf den DAX das hier gesehen. Wir haben es aber auch, und ich wechsle mal gleich vom DAX dann in den US-amerikanischen Bereich. Jetzt, wie gesagt, wir wollen hier uns gar nicht weiter mit beschäftigen, jedenfalls nicht aktuell und auch nicht morgen. Ich will da den also Impuls abwarten. Frühestens ab Mittwoch tatsächlich. Wenn wir uns den S&P angucken, so, dann können wir ja erkennen an dieser Stelle, der hatte nur eine verhaltene bärische Reaktion. Also hier auf die Fed, das hatten wir alles zum Thema gemacht, auch im Hinblick auf den Nasdaq. Und ja, nunmehr haben wir die Grundlage dafür, dass wir sagen können, das ist eigentlich bullish zu interpretieren, wenn diese Inflationskomponente oder diese Inflationskennzahl, wenn die unter der Erwartung veröffentlicht wird, das sollte eigentlich eher Aufschläge nach sich ziehen. Und ich glaube, darin findet sich der Grund hier für die Aufschläge, die wir am Freitag zu sehen bekommen haben. Und ihr seht auch die Impulskerze. Das ist 14:30 Uhr. Der Handel hat erst begonnen ab 15:30 Uhr. Um 14:30 Uhr bereits gab es hier einen bullischen Push oder einen bullischen Spike und haben dann weitere Aufschläge gesehen, die uns in Gefilde um die Jahreshochs im S&P 500 befördert haben. Also das heißt, die Zahlen werden genau so interpretiert,
wie man es erwartet. Abkühlende Inflation, geldpolitisch eher lockerer Kurs seitens der Fed oder nicht diese restriktive Haltung inne habend, die suggeriert wurde vor rund 2 Wochen auf der Leitzinsentscheidung seitens der US-Notenbank. Und dann haben wir entsprechend eben die bullischen Vorgaben, haben dann in den Abend hinein so einen leichten, ja, so einen kleinen Flaschenmoment gesehen. Das ist jetzt nicht wirklich aussagekräftig. Aber Fakt ist auf jeden Fall einmal, wir haben stark bullische Vorgaben, sowohl im S&P gehabt, als auch im Nasdaq beispielsweise. Auch den können wir uns mal ganz kurz hier aufrufen. Und genau diese Bullishness, die wir jetzt hier zu sehen bekommen haben und jetzt mit diesem leichten Gap auch drüber, über diese Niveaus, und so, weil es doch ein relativ starker Tagesschluss eben dann auch in den Quartalsschluss war, wie gesagt, die wirft so ein bisschen die Frage auf, ist das wirklich eine nachhaltige Bewegung? Weil diese Abkühlung in der Inflation, die könnte größtenteils schon erwartet werden, die konnten wir schon kommen sehen. Und es ist ausgehend hiervon jetzt keine so große Überraschung, was wir da eigentlich zu sehen bekommen. Die Überlegung bleibt weiterhin, dass ein Großteil oder ein Hauptgrund, warum wir auf diese restriktive Haltung seitens der US-Notenbank bis dato keinerlei Schärfen Rücksetzer gesehen haben. Nochmal ganz kurz, was ist mit restriktiv gemeint? Mit restriktiv ist gemeint, dass der Fed-Dot-Plot hier im Bereich um, wie gesagt, 550 bis 575 ausgegeben wurde, von zuvor 500 bis 525. Also mal grob gesprochen, wenn wir das jetzt mal im Mittel nehmen, dann haben wir 5,1%, die Zinserwartung Ende des Jahres 23 war, und die liegt jetzt bei 5,6%. Und dass das sich bis dato hat nicht negativ auf Equities ausgewirkt, scheint seinen Ursprung vor allem darin zu finden, dass wir eben seitens des Marktes, tja, es nicht glauben, scheint schwer vorstellbar, eher meiner Einschätzung nach, dass wir einfach Big Tech Companies gekauft gesehen haben seitens der Portfolio Manager. Zum Beispiel in den Quartalsschluss, Querstrich in den Halbjahresschluss hinein, um einfach für die zweite Jahreshälfte gut aufgestellt zu sein, auch im Hinblick auf zum Beispiel den Verkaufsprospekt, den man Investoren hinlegt und sagt, die Titel, die bis dato gut gelaufen sind, die finden wir auch hier entsprechend im Prospekt. Und wir sind da diesbezüglich sehr, sehr optimistisch, dass sich diese Bullishness auch weiter fortschreibt. Und das ist eben dann der Grund, wenn diese Big Tech Names, ausgehend von ihrer hohen Marktkapitalisierung, eben stark nachgefragt werden, also eine Apple, eine Amazon, eine Google beispielsweise, auch eine Tesla, eine Nvidia, dass dann der Markt insgesamt sich stabil auf hohem Niveau präsentiert, trotz des Umstandes, dass wir eigentlich fundamental davon ausgehen sollten, dass es eher einen Rücksetzer geben sollte. Oder beziehungsweise, dass das einen Rücksetzer rechtfertigte, was die Fed kommuniziert hat. Und genau diese Überlegung hier, die spielt eben jetzt eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und die Frage, die sich zunehmend stellt, ist es nicht an dieser Stelle eventuell wahrscheinlich, dass wir eher früher als später dann mal eine gesunde Korrekturbewegung eingeleitet sehen. Also einen sogenannten Rockpull, eine kurze, scharfe Korrekturbewegung. Das würde jetzt nicht dazu führen, dass weder hier im S&P noch im Nasdaq, dass sich irgendwie das Bild deutlich eintrübt oder dergleichen. Es wäre einfach nur eine gesunde Korrekturbewegung hier in Richtung dieser übergeordneten Trendlinie, Region 4350, 4400 Punkte ungefähr. Wäre das nicht das wahrscheinlichste Szenario im derzeitigen Umfeld? Und ich denke, man sollte sehr vorsichtig sein, im derzeitigen Umfeld hier übermäßig bullisch zu werden. Wir sind weiterhin recht stark überdehnt auf der Oberseite. Ich sehe durchaus das kurze Potenzial eines kurzen finalen Stuffs so in Richtung nochmal Jahreshoch, sowohl im S&P als auch hier im Nasdaq. Aber summa summarum ist es eben so, dass ich glaube, dass wir zunehmend wachsende Chancen haben dürften, dass es mal zu einem schärferen Rücksetzer früher oder später kommt. Und ich muss sagen, das Zeitfenster zwischen dem wirklichen Beginn der Earnings Season, so ab übernächster Woche ist es eigentlich eher, ja, übernächster Woche, kann ich das schon so sagen? Ich glaube, nächste Woche sollten wir eher anfangen, glaube ich, schon mit den Financials, glaube ich, die sind nächste Woche schon, ich müsste mal gucken, einen Moment, JP Morgan Earnings. Wo haben wir sie? Earnings, Nasdaq. Das haben die immer sehr, sehr schön aufbereitet. Oh, 14. Juli, nächste Woche. Ja doch, nächste Woche Freitag. Also nächste Woche, Donnerstag, Freitag, beginnen die Financials entsprechend Zahlen eben vorzulegen. Ja, ausgehend hiervon
muss ich gestehen, scheint es mir am wahrscheinlichsten zu sein, dass wir zwischen dem Earnings Kickoff und dann, oder beziehungsweise ja, dem aktuellen Wochenendmodus oder Independence Day Modus, also innerhalb von Mittwoch bis nächste Woche Mittwoch, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben könnten, dass es eine kurze Korrekturbewegung mal relativ scharfer Natur gibt, sofern sie sich überhaupt darstellt. Eventuell tragen wir auch den hier überdehnten Modus seitwärts ab, was ein extrem starkes Signal tatsächlich wäre. Aber ich will es nicht komplett ausschließen. Also ich habe das Gefühl, dass wir nach oben zunehmend fertig sind. Ich erwarte weder heute noch erwarte ich morgen große Impulse, aber ich erwarte auf jeden Fall, dass es früher oder später mal einen aggressiveren Flush eben tatsächlich gibt und auf den wir uns mental vorbereiten sollten und wo wir dann entsprechende Gameplans eben für unsere Zwecke hier formulieren. Also beispielsweise, ja, beispielsweise Plays, wo wir sagen, Drop unter die 15.150 will ich zu sehen bekommen, halten unterhalb, dann wäre ich beispielsweise Nasdaq Short mit Ziel, was wäre ein anzuvisierendes Ziel? Erstmal diese Region vielleicht 15.000 Punkte, vielleicht auch ein Stück weit tiefer, 14.900, 14.800 beispielsweise. Aber dass man schon mal anfängt, mögliche Szenarien hier in diesem Zusammenhang zu skizzieren, was man auch visualisieren, was man sehen will und was einen zum Beispiel dazu veranlassen würde, von seinem Short Play, sofern es getriggert würde, dann erstmal Abstand zu gewinnen, weil nicht das geliefert wird, was man erwarten würde, was geliefert wird. So. Das also, ja, das also zu den Equity-Indizes und zum Nasdaq, beziehungsweise hier zum S&P und zum DAX. Also heute keine Action, morgen auch kaum Action zu erwarten. Das gleiche gilt eigentlich auch für Aktien, aber wir wollen uns hier einen Blick dennoch gönnen auf die Tesla Deliveries, als auch heute einzigem Einzeltitel, den wir hier beleuchten wollen. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Also wir hatten einen kurzen Versuch hier auf der Unterseite. Nach diesem überdehnten Modus auf der Oberseite, kleine Korrekturbewegung Richtung 240 ungefähr, konnten gehalten werden. Sehen von dort jetzt nochmal einen Bounce. Und ich hatte ehrlich gesagt in meinem Szenario, hatte ich ein Szenario favorisiert, welches hier ein tieferes Hoch sieht und dann den Stint nochmal Richtung 240 bis 235. Und der Trigger dafür wären eben die Deliveries gewesen, die jetzt veröffentlicht wurden übers Wochenende. Blöd nur, dass die Deliveries eben nicht so veröffentlicht worden sind, dass es einen Rücksetzer gibt, sondern ganz im Gegenteil, besser als erwartet veröffentlicht worden sind. Also, wir hatten eine Erwartungshaltung um 447, 448 ungefähr und sind jetzt mit 466.000 veröffentlicht worden. Hier sind die 480 in der Produktion. Das ist nochmal aufgeschlüsselt: Model 3, Model Y, Model S, Model X. Also, summa summarum auf jeden Fall deutlicher Beat auf der Oberseite. Also richtig, richtig starke Zahlen. Wenn man das mal hochrechnet, mal gucken: 466. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt im ersten Quartal lagen. Ich glaube bei 430 oder irgendwie sowas. Wenn wir bei 430 liegen. Ja, da sind wir schon bei fast 900.000 ungefähr. Jetzt für die erste Hälfte. Wenn wir in der Lage sind, das noch ein bisschen weiter zu skalieren, also Tesla in der Lage ist, dann könnte das sogar was werden, dass man in Schlagdistanz zu 2 Millionen ungefähr kommt. Das wär krass, ehrlich gesagt, weil Musk das eigentlich so ein bisschen hat hinten runterfallen lassen. Er sagt, das optimales Umfeld und dergleichen. Wir müssen gucken, wie sich die auch Lieferengpässe im Hinblick auf die zu verarbeitenden Teile und dergleichen darstellen. Das war eine Kommunikation im Rahmen des Earnings Calls im Januar, glaube ich. Also, lange Rede, kurzer, super starke Zahlen. Einfach mega super gute starke Zahlen. Und das macht sich auch bemerkbar. Das macht sich bemerkbar hier im Pre-Market Screener. Wie gesagt, wir sehen jetzt schon 700, fast 800.000 Stücke gehandelt. Es ist nichts los. Ja? Also es ist Brückentag. Kein Mensch tradet. Also keiner tradet, hier ist ja falsch. Aber wir sollten nicht erwarten, dass wir hier große Sprünge zu sehen bekommen. Tesla Gap Up von 6%. Mega aktiv, mega heiß gehandelt. Natürlich stellt sich so ein bisschen die Frage, könnte man tradingtechnisch da heute was draus machen? Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also wir gappen in Gefilde um ungefähr 2,80. Ich musste mal ganz kurz gucken. Ich glaube, in der Vorbörse hatten wir schon mal die 2,80 angelaufen. Guck mal ganz kurz. Ja.
Also, wir sind im Bereich Jahreshochs, das sind Equity-Jahreshochs. Wenn wir das Ganze mal ganz kurz auf eine 30-Minuten-Ebene runter, dann sehen wir, dass wir aber schon mal höher gehandelt hatten, glaube ich. Hier, ungefähr um 2,80. Das war am 21. Juni. Also knapp drunter. Wäre nicht auszuschließen, dass wir einen kurzen Spike, einen kurzen Stint höher zu sehen bekommen und dass wir dann eventuell ein kleines Überrollen zu sehen bekommen, eine Korrekturbewegung. Aber die Sache ist auch hier, wir haben einfach kein Umfeld, welches eine erhöhte Volatilität begünstigt. Also das heißt, wir sollten sehr vorsichtig sein im Hinblick auf die Erwartungshaltung, weil selbst wenn es solch einen Drive höher gibt, dass wir dann eine schärfere Gegenbewegung oder dergleichen zu sehen bekommen, dass dann sogenanntes erhöhtes R-Vol, also relatives Volumen reinkommt, kann mir das ich kann mir das nicht gut vorstellen, einfach im aktuellen Umfeld mit Feiertag und dergleichen. Am Mittwoch wiederum sieht die Lage allerdings anders aus. Wenn wir uns hier mal eine Tesla übergeordnet betrachten, dann sehen wir, da kommt ungefähr relativ zügig eigentlich bald, so ungefähr um 2,85, 2,90, kommt diese übergeordnete Entschuldigung, Aufwärtstrendlinie kommt rein. Wir können das auch ein bisschen weiterziehen. Und mir scheint nicht unwahrscheinlich, dass wir die vielleicht nochmal kurz antesten, was dann wiederum hieße, dass wir kurze Momentum Plays vielleicht favorisieren sollten. Aber ich denke, vor dem Hintergrund des überdehnten Modus scheint mir auch in Kombination mit diesem Rug-Pull-Szenario, was wir im Nasdaq beispielsweise haben, scheint es mir irgendwie am wahrscheinlichsten, dass wir kurz in diesem Gefilde vorstoßen, dass dann der übergeordnete Markt Schwierigkeiten macht und dass wir dann allerdings eine relativ starke Vorstellung von Tesla zu sehen bekommen, dahingehend, dass ein Rücksetzer hier uns deutlich oberhalb von vielleicht sogar 2,40 hält. Das könnte sein. Also optimal wäre ein Rücksetzer Richtung 2,35, 2,40. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, ich ziehe das mal ein bisschen breiter. Schneide das mal aus. Moment. Also, dass wir. Machen wir mal schwarz. So, dass wir vielleicht maximal so einen kleinen Spike in diese Gefilde sehen, dass wir aber hier dann scheitern, dass es dann einen Rücksetzer gibt und dass dann so ein bisschen die Frage ist, machen wir ein höheres Tief, vielleicht einen Rücksetzer Richtung 2,50, halten wir schon die 2,50. Also für mittelfristig orientierte oder auch längerfristig orientierte Engagements wäre solch ein Szenario, dass das zu favorisierende, dass wir dann von hier höhere Hochs markieren, natürlich abhängig davon, wie die Earnings auch reinkommen und dergleichen. Vielleicht sind die Earnings gerade auch so fall. Vor dem Hintergrund der Deliveries scheint das jetzt nicht so wahrscheinlich. Aber also Fakt ist auf jeden Fall, dass wir hier so ein kurzes Szenario mit einem Spike höher vielleicht zu sehen bekommen und dass dann im Rahmen einer übergeordneten Marktkorrektur in einem Nasdaq beispielsweise, dass dann eben Tesla zu einem Rücksetzer ansetzt, der uns Richtung Gefilde eben um 2,50, vielleicht nochmal 2,40, das wäre optimal, aber desto länger ich drüber nachdenke, desto skeptischer werde ich, dass wir solche einen Rücksetzer zu sehen bekommen. Und ja, dass wir dann ausgehend hiervon von dem nächsten Leg auf der Oberseite sehen. Das wäre dann auch eine Konstellation, übrigens eine bullische Konstellation, dahingehend, dass sich hier so eine Dreieckskonstruktion herausarbeitet, die man auch als Bullenflagge interpretieren könnte. Und wo dann dieses Leg-up durchaus ein Leg-up ist, was man hier dran setzt, zwecks Kursprojektion, und dann landest du recht zügig wieder im Bereich um die Allzeithochs. Also, das heißt, das ist jetzt zwar kein kurzfristiges Trading, was wir hier beleuchten, aber ausgehend von dieser Gesamtkonstellation, die Tesla eben hier aktuell am zeigen ist, ist das eben weiterhin ein extrem starkes Wachstums Szenario, was man hier skizziert. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, also in den nächsten 6 Monaten Tesla, also die Aktie wieder um 3,50, vielleicht 3,70 auf der Oberseite zu sehen und somit im Bereich um die April 2000 und 22er Hochs, scheint mir nicht unbedingt das unwahrscheinlichste Szenario zu sein. Und dass Tesla laufen kann, wenn Tesla läuft, das hat Tesla jetzt mehrfach gezeigt in der jüngeren Vergangenheit. Und wie gesagt, ein Titel mit diesen Wachstumsaussichten, wenn die jetzt bestätigt werden im nächsten Earnings Call beispielsweise, das ist eigentlich auch etwas, was du in deinem Portfolio haben möchtest. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass andere Titel dir vielleicht schon ein bisschen recht weit gelaufen scheinen, auch wenn es andere Segmente sind, also Halbleiter, nehmen wir mal eine Nvidia zum Beispiel. Aber das ist durchaus ein Titel, der näheren Blick auf jeden Fall wert zu sein scheint, sein dürfte.
Und wie gesagt, trotz auch der Lieferengpässe, Schwierigkeiten, die Tesla haben wird, wie andere Autobauer auch, entsprechend eben Fahrzeuge vom Band laufen zu lassen, trotzdem in der Lage zu sein, diese Wachstumsaussichten weiter hier zu bestätigen. Ich mache mal ganz kurz, vielleicht haben wir auch so ein Statista oder irgendwie sowas im Hinblick auf die Tesla Deliveries. Moment, mal hier Statista. Dann haben wir das auch schön grafisch aufbereitet. Das müsste es eigentlich sein, oder? Naja, erstes Quarter. Ja, danke. Das wusste man. 4,22. Also wir haben, das muss man sich überlegen, das ist ein 10% Wachstumsrate. Wenn man sich mal überlegt, das ist nämlich genau der Punkt. Also das habe ich jetzt gerade hier auch schon gelesen, womit man das erklärt. Warum werden mehr Teslas abgenommen? Price Cuts. Ja, das war aber etwas, das konnten wir erwarten. Du kannst aber nicht nur einfach hergehen und kannst die Preise runternehmen, sondern musst auch in der Lage sein, die dadurch resultierende Nachfrage zu bedienen. Und Tesla ist durch eben die Infrastruktur, Stichwort Gigafactories, dazu in der Lage, anders als andere Autobauer im Bereich E-Mobilität. Also Rivian fällt mir jetzt spontan beispielsweise ein. Und das ist eben etwas, das sollte man durchaus, ich guck mal hier ganz kurz, ist das vielleicht eine Betrachtung? Nee, auch nicht. Bringt uns nichts. Das ist eben etwas, du kannst nicht einfach hergehen und kannst sagen, ich cutte die Preise, also na, nimm die Preise runter, reduziere die Preise, aber bist dann nicht in der Lage, die Fahrzeuge auszuliefern, weil du gar nicht die Möglichkeiten hast, die Kapazitäten hast, die entsprechenden Fahrzeuge auch erstmal zu produzieren und vom Band laufen zu lassen. Und das ist eben etwas, was sich jetzt zunehmend bei der Konkurrenz bemerkbar macht. Nicht nur, dass Tesla im Hinblick auf das Skalieren durch die Gigafactories in der Lage ist, dennoch profitabel zu arbeiten, hochprofitabel zu arbeiten. Wir reden immer noch von Gewinnmargen im höheren zweistelligen Bereich. Das ist Luxussegment, das ist Kaliber BMW, Mercedes-Benz ist das ungefähr. Sondern darüber hinausgehend ist Tesla eben auch in der Lage, hat eine Preissetzungsmacht, die Konkurrenz massiv in Schwierigkeiten bringt. Das haben wir von den chinesischen Autobauern zum Beispiel gehört im Hinblick auf NIO. Oder jetzt fällt mir noch ein XPeng, glaube ich, war es auch, ich bin mir auch nicht sicher, kann es auch Li gewesen sein, die diesbezüglich einfach massiv in Schwierigkeiten gekommen sind. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Tesla hat aus der Perspektive alleinstehend schon massives Potenzial. Und jetzt lasse man mal darüber hinausgehend, lasse man mal noch Full Self-Driving und dergleichen voll einschlagen. Auch vielleicht die Bestrebungen im Bereich künstliche Intelligenz, wo natürlich dann auch Full Self-Driving vielleicht eine ganz wesentliche Komponente ist. Full Self-Driving, das ist ein autonomes Fahren, wofür du natürlich Daten benötigst, müssen wir uns auch vor Augen führen. Desto mehr Teslas über die Straßenkurven, also desto mehr Teslas aus, desto mehr Daten sammelst du, generierst du einfach an dieser Stelle. Das bedeutet etwas anders formuliert. Tesla hat da einfach im Gegensatz zur Konkurrenz einen Himmel, also das sind Welten, das sind einfach Welten. Das ist Tesla, dann kommt ganz lange kommt gar nichts und dann kommt irgendwann mal irgendwo ein E-Autobauer. Ja, der hat da mal ein Projekt. Also das kann man einfach nicht miteinander vergleichen. Und das ist ja nur in Anführungsstrichen der Bereich Tesla. Da reden wir noch nicht von den Megapacks, da reden wir noch nicht vom Tesla-Bot, vom Optimus beispielsweise und dergleichen. Also diese gesamten Entwicklungen, die wir hier in dieser Konstellation einfach haben, die werden jetzt erneut bestätigt durch die Delivery Numbers nach diesem Ausverkauf eben hier über das Jahr 2000 und 22 in der zweiten Jahreshälfte. Der Rücksetzer, wurde jetzt größtenteils wieder aufgeholt und es ist nicht auszuschließen, dass wir eben weiteres Momentum auf der Oberseite sehen. Wie gesagt, favorisiert wäre kurzer Spike, Überrollen im Rahmen des übergeordneten Marktes und von dort dann erneutes Aufdrehen. Also nochmal so ein Test der 240er Region. Mal schauen, ob das überhaupt stattfindet. Aber summa summarum einfach ein super, super starkes Umfeld. Wie gesagt, es wird vom Markt auch entsprechend interpretiert. Also ich bin nicht alleine mit meiner Einschätzung diesbezüglich. Ein Gap von 6% in solch einem Big Tech Namen hier an dieser Stelle mit jetzt in solch einem Umfeld, in dem wir uns derzeit befinden, Independence Day, über 800.000 gehandelter Stücke. Das zeigt, das ruft einiges an Interesse auf sich. Wie gesagt, chasen will ich es nicht. Wünsche mir vielleicht einen kurzen
Stuff in die 285, überrollen, übergeordnete Marktkorrektur, dieses Rugpull-Szenario, was auch Tesla sicherlich dann mal ein bisschen unter Druck brächte. Und dann würde ich eben gegen die 250 mich mal auf die Lauer legen und mal gucken, ob das nicht eventuell Gefilde sind, gegen die man sich dann long positionieren könnte. So, das also zu Tesla an der Stelle und den Einzeltiteln. Und dann sind wir schon im im Devisenbereich. Da gibt es allerdings jetzt auch nicht wirklich viel Neues, Spektakuläres, was wir hier vorfinden. Schau mal ganz kurz einmal in die Chatbox. Nein, aber das ist alles gut. Sehr gut. Also, schauen wir mal ganz kurz. Einmal, was uns der Euro zum US-Dollar präsentiert. Wir sehen am Freitag ab 14.30 Uhr hier, kein Zufall, starke bullische Entwicklung, die uns Richtung 1.0939 führt, über die 1.09. Wir rollen jetzt erneut über, geben einen Teil dieser Aufschläge wieder her. Eventuell ist der Devisenmarkt dort auch eine Art, vorwegnehmend dessen, was uns in Equities stattfinden könnte, nach dem Drive höher, dass es dann noch Rücksetzer gibt. Denn das, was wir hier zu sehen bekommen mit dieser bullischen Entwicklung, ist natürlich auf den PCI zurückzuführen und die Erwartung, die daraus erwächst, dass man seitens der US-Notenbank eben einen geldpolitisch weniger restriktiven Kurs zu sehen bekommt, als jener, den man hier im Dotplot noch vor zwei Wochen kommuniziert hat, beziehungsweise als jener, der sich hier auch noch, ich finde, recht deutlich im Fed-Watch-Tool widerspiegelt, auch wenn er nicht 100% mit dem korrespondiert, was die Fed kommuniziert hat. Denn da sehen wir, wenn wir auf den Dezember gehen, aktuell 65% ungefähr der Marktteilnehmer, die nur einen Zinsschritt um 25 Basispunkte erwarten. Klar, sicher 35%, ein bisschen mehr erwarten diese zwei 25 Basispunkt Zinsschritte. Aber in Summe ist es auf jeden Fall so, dass dieser PCE-Print es unwahrscheinlicher werden lässt, dass die Fed sich geldpolitisch restriktiv oder derart restriktiv präsentiert. Und das ist natürlich etwas, das wirkt negativ auf den US-Dollar durch, beziehungsweise positiv treibt, wie wir es gleich noch sehen werden, für Gold. Wir sehen dann eben hier diesen kurzen Spike auf der Oberseite, rollen jetzt allerdings schon wieder über, weil wir feststellen, eigentlich hat sich so viel nicht getan nach dieser Veröffentlichung jetzt. Und was heißt das für den Euro-US-Dollar? Also für heute, für morgen erstmal gar nichts, ehrlich gesagt. So viel will ich schon mal vorwegnehmen. Sofern es überhaupt in irgendeiner Form interessant gewesen wäre, Euro-US-Dollar hier für Plays in Betracht zu ziehen, könnte man jetzt auf der Stunde dahin gehen, dass man sagt, wir haben hier so eine fallende Dreieckstruktur. Und ausgehend eben von dieser fallenden Dreieckstruktur würden wir sagen, ist ein Drop Richtung unter die 1,08 das zu favorisierende Szenario auf der Unterseite. Wir bauen zunehmend fallende Hochs aus, was ist technisch offen ersichtlich. Vielleicht ist auch ein Grund für diesen jüngsten Run höher hier, vielleicht in irgendeiner Form auf eine, vielleicht auch eine spekulative Position im Hinblick auf den geldpolitischen Kurs seitens der Fed in der zweiten Jahreshälfte zurückzuführen, geldpolitisch lockerer Kurs beispielsweise, schwer zu sagen. Also Fakt ist auf jeden Fall, Schlüsselunterstützung dürfte so um 0,8, 0,850 dürfte die reinkommen. Drop unter das Niveau machte nicht unwahrscheinlich, dass wir nochmal Richtung der 1,07 uns aufmachten, vielleicht darunter auch in Richtung der 1,06, vielleicht sogar 1,05er Region. Aber in Summe, also sowohl heute als auch jetzt am Morgen, ist erstmal wenig Action zu erwarten und dann harren wir einfach mal der Dinge, die da kommen. Vielleicht gibt es einen nächsten Impuls. Wir haben heute noch, das ist vielleicht ganz wichtig, ISM Manufacturing, Einkaufsmanager Index zum verarbeitenden Gewerbe. Da wird die Pay-Prices-Komponente vielleicht interessant. Wir haben Freitag, haben wir die Non-Farm-Payrolls. Also das heißt, trotz des Umstandes, dass wir jetzt Independence Day haben und dergleichen, haben wir einige Makro-Events, welche vielleicht ein bisschen Wohler begünstigen. Schauen wir mal. Also Schlüssellevel, wie gesagt, liegt so ungefähr um 0,830, 0,850, so auf der Unterseite. 0,8 wäre ein erstes Ziel, droppen wir 1,07, vielleicht sogar 1,06. Und das war's. Ja, das war's eigentlich schon für den Euro zum US-Dollar. Mehr gibt's da an der Stelle nicht zu sagen. Rohstoffe scheinen mir interessanter, also Querstrich Gold scheint mir interessanter. Gucken wir mal ganz kurz hier drauf. Wie gerade gesagt, PCE war bullisch treibend. Erinnert euch dran, ich hatte ja für die letzte Woche ein eher skeptisches Bild skizziert und hatte sogar kurzzeitig einen
Short auf den Weg gebracht, ausgehend hier von dieser Price Action letzte Woche am. Ne, Moment, stimmt das überhaupt? 30. Juni. Wir kommen von viel weiter oben. Hier. Hier, das war diese Bewegung. Da hatte ich einen Short auf den Weg gebracht gehabt, in diesen Gefilden um 39 ungefähr, mit dem Ziel Test 1900, vielleicht so ein kurzer Flush. Bin dann hier, auf diese Price Action bin ich rausgeflogen, weiß jetzt gar nicht mehr wann genau. Dann gab es den Flush, ich glaube einen Tag später, nur mit diesem scharfen Bounce. Und wir sehen jetzt eine schärfere Gegenbewegung, die uns auch deutlicher zurückgeführt hat, über die 1900er Marke. Und das war der PCI am Freitag. Also wir hatten schon am Freitag ja einen kurzen, diesen kurzen Washout und dann das sofortige Zurückkaufen. Also keine nachhaltige Bewegung. Das war auch ein Szenario, was ich im Morning Meeting jetzt skizziert hatte. Und dann kamen am Freitag diese PCI-Zahlen. Wie gesagt, die Überlegung ist relativ straightforward. Das ist einfach eine Überlegung, dass du sagst, PCI kommt unter der Erwartung rein, geldpolitisch lockerer Kurs, das ist etwas, was positiv für Gold ist, weil zinssensitiv und dann siehst du entsprechende Bullishness. Und ja, jetzt räumen wir wieder so ein bisschen über. Auch hier Impulse, wir sollten die Bäume nicht in den Himmel wachsen sehen, weder heute noch morgen. Ab Mittwoch wird es interessant. Aber erkennbar ist dennoch, muss ich ganz klar sagen, erkennbar ist dennoch, dass das den großen Flush unter die 1900 Gold sich recht stabil präsentiert. Also sofort Käufer wieder reinkommen und das ist durchaus etwas, das kann man durchaus schon als stark interpretieren. Ich möchte derzeit zwar noch nicht long sein, aber ich bin mal gespannt, ob im Rahmen der nächsten Makro-Events, die jetzt anstehen in den kommenden Tagen, ob wir dann hier eine Attacke auf, vielleicht einen Bruch über diese Abwärtstrendlinie zu sehen bekommen. Das könnte dann Signal sein, dass jetzt doch ein bisschen stärkere Nachfrage reinkäme und dass dann entsprechend eben, dass dann, ja, Gold vielleicht von einem zeitnahen Retest erneut der 2000-Dollar-Region eben tatsächlich stehen könnte. Das war's für Gold. Ja, das war's an dieser Stelle für Gold. Und dann final werfen wir auch einen Blick auf den Krypto-Bereich. Mal ganz kurz einmal hier, zack, Bitcoin aufmachen. Und Bitcoin, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist richtig stark. Und ich will euch auch sagen, warum. Das ist der 5-Minuten-Bitcoin-Chart. Guckt mal hier. Das war, Moment, Verzeihung, das ist Quatsch übrigens, das stimmt gar nicht. Hier, das ist Bitcoin. Schaut mal, von 31.000 am Freitag innerhalb weniger Minuten 2.000 Dollar verkauft worden. Und jetzt kommt natürlich die Frage, einen kurzen Augenblick, müssen wir irgendwas schauen. Also, dieser Washout auf der Unterseite, diese 2000 Dollar aus dem Stand, sind auf den Weg gebracht worden durch eine News. Erinnert euch mal daran, wie ich noch sagte am Freitag, dass BlackRock ein ETF ja für Bitcoin angekündigt hat und dass BlackRock da eigentlich eine relativ gute Historie hat. Also ich glaube, nur erst eine Absage erteilt hat bekommen. Ich weiß nicht, ob es Freitag war oder ob das vielleicht auch schon vorher war, als ich das in den Tagen zuvor erwähnt hatte. Aber Fakt ist, am Freitag läuft dann über den Ticker, und das begünstigt diesen Abverkauf hier, SEC says spot Bitcoin ETF filings are inadequate. Also Wall Street Journal berichtet, dass die SEC sagt, dass der Antrag von BlackRock für diesen spot Bitcoin ETF, dass dieser inadäquat sei. Regulators tells Nasdaq CBOE, also der Regulierer, die SEC, sagt der Nasdaq bzw. CBOE, that recent filings from BlackRock, Fidelity and others aren't clear and comprehensive. Also sind nicht klar und nicht stimmig in sich. Ja, kann man comprehensive so übersetzen? Ich gucke mal ganz kurz. Comprehensive. Umfassend, ja. Stimmig, umfassend. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich musste ein bisschen schmunzeln, ehrlich gesagt, weil ich mir denke, also sind nicht klar, sind nicht umfassend. Also die gehen einfach nur her und sagen, wir wollen einen Bitcoin-ETF. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen. Also jedenfalls nicht bei BlackRock. Also bei jeder anderen Pommesbude vielleicht, die irgendwie sagt, so, wir wollen jetzt einen Bitcoin-ETF aufsetzen. Okay, in Ordnung, dann kriegst du hin. Ja, wenn ich einen Bitcoin-ETF aufsetzen würde, ja, und ich würde einen Antrag einreichen, sei es bei der BaFin oder von mir aus, ich gehe auch zur SEC, ich glaube, dann wäre so ein Statement nachvollziehbar. Es würde auch keiner für voll nehmen. Ja,
Also ich fände es zwar schade und traurig, aber ich bin auch irgendwie selbst kritisch genug, beziehungsweise auch mir meiner selbst ausreichend bewusst, dass ich weiß, so Richtung BlackRock geht meine Reputation dann wahrscheinlich noch nicht. So, aber wenn ein Gigant, ein Finanzgigant wie BlackRock einen Antrag stellt, ist ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Also, und das ist auch scheinbar das, was der Markt daraus macht, denn es hat keine Stunden gedauert, also maximal 2 Stunden, 3 Stunden, vielleicht 4, wenn wir wollen. Da sind wir schon, einen Großteil haben wir diese Abschläge wieder aufgeholt und wir haben kein weiteres Momentum auf der Unterseite aufgenommen, sondern wir konsolidieren weiter auf extrem hohem Niveau an dieser Stelle im Bereich der ehemaligen Jahreshochs, die wir zwischenzeitlich mal rausgenommen haben. Das ist eine extrem starke bullische Vorstellung auf solch eine News im Hinblick auf den Bitcoin-ETF, der ja der Hauptgrund war für diesen Push höher. Also wir erinnern uns dran, Binance und auch Coinbase sind ja verklagt worden von der SEC. Das hat diesen Drop hier nach sich gezogen. Und dann dieses Aufdrehen und dieser starke Push über die 28.000-Dollar-Marke wurde getragen durch eben diese Ankündigung von BlackRock, einen Bitcoin-ETF auf den Weg zu bringen. Und genau diese Bullishness, die ist jetzt noch nicht mal ansatzweise abverkauft worden, durch diese Meldung, die ja eigentlich eher die Möglichkeit offenbart, dass man seitens eben der SEC nicht willens ist, einen solchen ETF grünes Licht zu erteilen. Und das ist, wie gesagt, meiner Einschätzung nach, starkes, extrem starkes bullisches Signal. Schlüssellevel dürfte auf der Oberseite, jetzt potenzielles Breakout-Level, die Region so um 31.100, 31.200 US-Dollar sein. Potenziell eben Breakout-Level, welches dann auch Aufwärtspotenzial freisetzen könnte. Und dann kommen so ein bisschen die Fragen. Also sollten wir, ich weiß gar nicht, ob ich da so konservativ herangehen würde, 32 bzw. 35 sehen. Ich bin mittlerweile sogar so weit, dass ich sage, also wenn wir uns jetzt mal diesen letzten Ast hier, dieses Leg-Up angucken, dann muss ich gestehen, wäre ich jetzt nicht überrascht, wenn das Ausbilden dieser Konsolidierung hier ein projiziertes Ziel auf der Oberseite, hoppala, so, ein projiziertes Ziel auf der Oberseite freilegen würde, bis in Gefilde um vielleicht sogar 37.000 auf der Oberseite. 37, 38.000 vielleicht, sollte dieser Breakout stattfinden, sofern denn dann ein Go erfolgt. Also ich hatte, glaube ich, jetzt was gelesen gehabt auch, dass es da eine finale Entscheidung wohl irgendwann im August geben sollte. Also ein bisschen Zeit haben wir noch, aber ich gehe mal davon aus, es werden schon früher eventuell Anzeichen durchsickern oder sich erhärten, was dann schon ein Antizipieren hier nach sich ziehen könnte einer solchen Entwicklung. Also ich würde das auf jeden Fall weiter genauestens beobachten. Und wie gesagt, ein Breakout hier auf der Oberseite scheint mir durchaus im Bereich des Möglichen zu sein. 31.100, 31.200 US-Dollar ungefähr mit einem projizierten Kursziel sollte es solch ein Measured Move werden im Bereich um 36.000, 37.000 ungefähr. So, und ja, soweit wäre es das dann erst einmal jetzt zum Wochenstart gewesen. Wie gesagt, in einem recht dünnen Umfeld durch eben den Independence Day morgen, den verkürzten Handel, den wir heute zu sehen bekommen. Gibt es sonst irgendwas? Fragen habe ich, glaube ich, keine übersehen in irgendeiner Weise. Tesla haben wir abgefrühstückt gehabt. Wie gesagt, man erwarte jetzt nicht zu viel auf diesen Impuls. Vielleicht geht nochmal ein kleiner Push höher Richtung 285 ungefähr. Kleine Chase, aber auch vielleicht ein dünnes Umfeld könnte natürlich das nach sich ziehen. Aber in Summe wäre ich diesbezüglich doch ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, auch einerseits ist es zwar stark, aber nichtsdestotrotz möchte ich aktuell jedenfalls eher nochmal abwarten, auch im Hinblick auf einen übergeordneten Rücksetzer hinsichtlich des Nasdaq und dann mal gucken, ob wir über 250 in der Lage sind zu halten. Ja, soweit meinerseits. Dann hoffe ich, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und ich wünsche euch einen guten Start in die Handelswoche. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Wir lesen voneinander in der Discord-Community, tauschen uns miteinander aus, hören uns hier morgen an dieser Stelle wieder zu einem ebenfalls dann wahrscheinlich sehr, sehr, naja, unspektakulären Morning-Meeting jedenfalls im Hinblick auf die zu erwartende Action, aber Mittwoch versprochen. Ab Mittwoch werden wir mit Sicherheit was Spektakuläres und Spannendes zu sehen bekommen. Und ja, also soweit meinerseits. Wir lesen voneinander. Happy Trading. Passt auf die Stops auf, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal und
Morgen hören wir uns wieder. Habt euch wohl, macht's gut. Bis dann und tschüss.